So, schönen guten Morgen. Also vielleicht mal ganz kurz zum Intro. Die Grundidee ist, ja, wir beschäftigen uns hier natürlich sehr stark mit Open Science, also Open Science häufig natürlich unter diesem Verständnis von Transparenz. Wie kann man Forschung transparenter machen? Wie kann man meinetwegen Outputs zugänglicher machen? Und wir denken aber, und ich glaube, das ist ein bisschen die Grundprämisse der Diskussion heute Morgen, dass Wissenschaftskommunikation auch ein oft vergessener Teil von Open Science ist, nämlich dann, wenn man unter Offenheit eben nicht nur Zugänglichkeit und Transparenz versteht, sondern auch sowas wie Inklusivität. Also wann und unter welchen Bedingungen sich Wissenschaft in den Dialog mit der Gesellschaft begibt. Und weil das eine wichtige Frage ist und auch eine aktuelle Frage und weil sich das, ja, und weil sich das Fellowship auch im Kern berührt, haben wir heute eben diesen Talk. Und für mich ist das natürlich eine Frage, die mich antreibt und ich weiß, dass die, ja, vier, jetzt noch zwei Panelistinnen diese Leidenschaft mit mir teilen und wie ich finde, jeweils eine ganz besondere und auch eine kluge Perspektive mitbringen. Deswegen bin ich froh, dass ihr heute Zeit habt und dabei seid, um mit uns diese Winter School Kick zu starten. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Fellows und Kolleginnen, auch ein, zwei Gedanken mitnehmen könnt für eure eigenen Projekte und natürlich auch für eure Rolle als MultiplikatorInnen in euren jeweiligen Communities. Vielleicht nur kurz zum Aufbau, weil ich möchte eigentlich relativ wenig sprechen und das Wort natürlich eher den Leuten überlassen, die was zu sagen haben. Dennoch, nur damit ihr so ein bisschen versteht, wie das Ding aufgebaut ist. Also ich habe die Panelistinnen gebeten, jeweils ein kleines oder ein kurzes Blitzlicht vorzubereiten, damit ihr ihre Perspektive natürlich auch in ihren eigenen Worten kennenlernt und ich weniger Arbeit habe. Wir werden dann ein aktuelles Thema aus dem Zeitgeschehen diskutieren, nämlich die Romantisierung der Wissenschaft während Corona. Wir halten das alles sehr knackig, damit wir die gute zweite Hälfte dieses Calls hoffentlich eben auch dem Forum und Fragen aus dem Publikum widmen können. Also schreibt gerne mit, notiert euch Fragen. Ihr könnt auch die Fragen jederzeit in den Chat packen. Wir werden die dann ganz virtuos aufgreifen, also entweder ich oder noch besser eine unserer Expertinnen. Und ansonsten könnt ihr dann in der zweiten Hälfte natürlich auch einfach das Mikrofon schnappen und was sagen. So, das war jetzt genug des Vorspanns. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir anfangen. Und da wir ja noch zu dritt sind, vielleicht fangen wir auch an mit Ricarda. Ricarda ist, ich nur ganz kurz, der Kopf, würde ich behaupten, hinter dem Wissenschaftsbarometer. Ricarda würde sagen, das stimmt nicht, aber ich würde sagen, Ricarda ist der Kopf hinter dem Wissenschaftsbarometer und es ist die repräsentative Bevölkerungsumfrage in Deutschland. Also wer irgendwas erfahren will, zu wie sich Wissenschaft zur Gesellschaft verhält, beziehungsweise was die Gesellschaft über die Wissenschaft denkt, dann müsst ihr Ricarda fragen. Ja, und natürlich schätze ich nicht nur quasi deinen Puls, also quasi, dass du immer am Puls der Zeit bist, sondern auch, dass du natürlich kluge Gedanken hast zu dem Thema, wie Wissenschaft eigentlich wirken soll. Ricarda, vielleicht kannst du kurz dein Blitzlicht geben. Ja? Super, danke, Bene. Genau, ich bin die Projektleiterin des Wissenschaftsbarometers. Es gibt noch ein paar Kollegen, die daran mit mir arbeiten. Aber ich gebe gerne einen kurzen Einblick zu unseren letzten Ergebnissen aus dem Wissenschaftsbarometer. Wir erheben damit regelmäßig Daten, bevölkerungsrepräsentative Daten zu den Einstellungen der Deutschen gegenüber Wissenschaft und Forschung. Das heißt, wir fragen, wie schauen eigentlich die Menschen auf Forschung? Was haben sie im Kopf, wenn sie an Wissenschaft und Forschung denken? Welche Themen sind da sozusagen für sie relevant? Aber auch die Frage, wie bewerten sie das? Wie nehmen sie das wahr? Wie beurteilen Sie den Nutzen etc.? Und seit ein paar Jahren und jetzt vor allen Dingen auch im Kontext der Corona-Krise ist sozusagen die Frage nach dem Vertrauen in Wissenschaft und Forschung eine zentrale Frage, die sich uns immer wieder stellt, aber die auch öffentlich, glaube ich, breit diskutiert wird. Deswegen würde ich mich kurz auf die Ergebnisse sozusagen fokussieren. Wir erheben im Wissenschaftsbarometer schon seit 2017 das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung und haben da immer in den Jahren vor Corona so ungefähr einen Anteil von 50% gehabt, die angeben, in Wissenschaft und Forschung generell zu vertrauen. So ein Drittel, das unentschieden ist. Und dann noch einen kleineren Teil, so um die 10%, unter 10%, die angeben, eher nicht oder nicht zu vertrauen. Und was wir jetzt im Kontext der Corona-Krise gesehen haben, wir haben zwei extra Corona-Daten. Datenerhebungswellen sozusagen im Frühjahr gehabt, im April und am Mai. Da haben wir einen signifikanten Anstieg des Vertrauens gesehen von sozusagen ungefähr 50% in den Vorjahren auf bis zu 75% im April, dann Richtung 66% im Mai und jetzt in unserer letzten Erhebungswelle im November ist es aktuell bei circa 60%.
Prozent, sodass wir sehen, dass da eben die Corona-Krise doch sozusagen das Bild von Wissenschaft und Forschung in Deutschland beeinflusst hat. Wir erheben aber nicht nur das generelle Vertrauen sozusagen mit einer Frage, sondern wir fragen auch noch nach verschiedenen Gründen, warum Menschen Wissenschaftlern vertrauen oder misstrauen. Und da gibt es sozusagen aus der psychologischen Forschung informiert verschiedene mögliche Gründe. Das ist Expertise von Forschenden, die Integrität von Forschenden und die Benevolenz, das Wohlwollen, die Motive, die sozusagen beurteilt werden. Und da sehen wir eben, dass für Vertrauen und für Misstrauen unterschiedliche Dinge eine Rolle spielen. Also beim Vertrauen ist vor allem eine Expertise, eine zugeschriebene Expertise oder eine zugeschriebene Integrität von Forschenden wichtig, um zu sagen, ich vertraue denen. Und fürs Misstrauen geht es vor allem um die Fragen der Benevolenz, dass sozusagen, wer glaube ich, die forschen in meinem Interesse oder glaube ich, die sind vielleicht doch irgendwie von Politik und Wirtschaft irgendwie beeinflusst sozusagen, sodass wir da unterschiedliche Dinge sehen. Und auch da sehen wir, dass sich das verändert hat im Kontext der Corona-Krise, dass eben sozusagen die Einschätzung, Forschende sind Experten, die arbeiten nach Regeln und Standards, dass das sozusagen zugenommen hat und gleichzeitig die Einschätzung, dass sie eben abhängig sind von Politik und von Wirtschaft, eben zurückgegangen ist. Und ich glaube, das ist vielleicht sozusagen als kleines Fazit dazu auch zur Praxis, zur Wissenschaftskommunikation, dass wir da eben daraus lernen können, dass man all diese Aspekte auch in der Kommunikation adressieren kann und sollte, um auch sozusagen möglichst Vertrauen aufzubauen, wenn das das Ziel ist, aber auch sozusagen gleichzeitig dafür zu sorgen, dass eben kein Misstrauen entsteht an der Stelle. Und ich glaube, das kann vielleicht sozusagen ein Impuls sein, wenn wir nachher auch noch ein bisschen über die Kommunikation im Kontext von Corona sprechen. Und ich kann vielleicht noch als letzten Punkt ergänzen, wenn ich da noch darf in der Zeit, Bene. Wir haben Ende letzten Jahres noch sozusagen das Gegenstück zum Wissenschaftsbarometer gemacht. Also wir haben nicht die Bevölkerung nach Forschung gefragt, sondern wir haben mal repräsentativ Forschende nach sozusagen ihrer Sicht auf Wissenschaftskommunikation und besonders auch auf ihre Sicht auf die Öffentlichkeit gefragt. Und die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht, deswegen kann ich noch nicht ganz so viel dazu erzählen. Aber gerade diese Frage, wie eigentlich die Forschung auf die Öffentlichkeit blickt, da sehen wir eben, dass auch die Öffentlichkeit, dass auch die Forschenden finden, dass die Öffentlichkeit durchaus ausreichend Vertrauen in sie hat, aber bei den Fragen, ob sie eben ausreichend Verständnis für Wissenschaft und Forschung hat und eben auch realistische Erwartungen an die Problemlösefähigkeit von Forschenden, da sind die Forschenden eher skeptisch, wenn sie auf die Öffentlichkeit blicken. Und auch da haben wir sozusagen insgesamt einen eher, sage ich mal, klassischen konservativen Blick auf Wissenschaftskommunikation gesehen, was der aktuell in der Forschung vorherrscht. Und ich freue mich, wenn wir heute darüber ein bisschen sprechen können, was da verschiedene Ansatzpunkte sind, aber auch die Frage von, was eigentlich Ziel vielleicht dieser Kommunikation sein soll, weil ich glaube, dass das sozusagen einer der zentralen Punkte ist, die man sich stellen sollte oder die man beantworten sollte, wenn man Wissenschaftskommunikation macht. Und damit würde ich einmal meinen kleinen Impuls abschließen. Besten Dank, Ricarda. Ich glaube, da können wir sehr gut wieder daran anschließen, später in der Diskussion an den Topos Vertrauen, natürlich auch die Ziele von Kommunikation. Ich glaube, da gibt es viel zu diskutieren. Wer auch mal quasi die aktuellen Zahlen dieses Wissenschaftsbarometers lesen will, gibt es natürlich online und es gibt natürlich auch die Zahlen des Wissenschaftsbarometers spezial zu Corona. Jetzt zu Alina. Alina ist die Direktorin der Berlin School for Public Engagement und Open Science und hat zuvor sehr lange in Großbritannien gearbeitet, also quasi jemand, der sozusagen auch einen Blick in die Praxis des Public Engagements und der Wissenschaftskommunikation hat. Und was ich daran schätze, ist auch, dass Alina das immer auch sehr gut quasi mit der Theorie verbindet. Und ich würde jetzt mal ein bisschen interessieren, was du uns mitgebracht hast, Alina, und sehr schön, dass du da bist und ich hoffe, du hast jetzt trotzdem Hiccups am Anfang das Wichtigste mitbekommen. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, sorry, ich war ganz pünktlich da und habe dann gedacht, ich schaffe es noch ganz schnell, mir einen Tee zu machen und dann war irgendwie schon halb. Super Zeitmanagement am Samstagmorgen. Ich freue mich vor, hier zu sein und euch zumindest online ein bisschen kennenzulernen und ich würde euch gerne ein ganz kleines bisschen mit auf eine kurze Reise in die Vergangenheit nehmen. Zu der Zeit, als ich meinen PhD und Postdoc in Schottland gemacht habe. Das war eine Zeit, wo gerade so vor 5, 8 Jahren in Großbritannien wirklich so diese Welle des Public Engagements durchs Land gezogen ist, wo wirklich die Unis gemerkt haben, dieses reine Medientraining, reine Pressearbeit, reines populärwissenschaftliches Kommunizieren, das ist nicht genug. Und dieses große Schlagwort des Societal Impacts wurde eigentlich überall einem um die Ohren gehauen.
Und zu der Zeit haben die ganzen Universitäten da angefangen, wirklich große Events zu planen, Austauschformate mit der Öffentlichkeit. Und junge Wissenschaftler wurden eigentlich ja fast täglich dazu angehalten, an irgendwelchen Events und irgendwelchen Panel-Diskussionen, irgendwelchen Vorträgen teilzunehmen. Und ich habe das mit sehr viel Begeisterung damals gemacht, weil mir das wirklich viel Spaß gemacht hat. Aber ich kann mich auch noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie viel Frustration und Verzweiflung zwischen gerade den jungen Wissenschaftlern damals geherrscht hat. Und das kann man sich wahrscheinlich, könnt ihr wahrscheinlich alle gerade gut nachvollziehen, dieses Gefühl, dass man ständig wieder eine neue Aufgabe auf den Tisch gelegt kriegt, die mit der eigentlichen Wissenschaft relativ wenig zu tun hat. Dieses Gefühl, dass man darin sofort Experte sein soll, obwohl es einem keiner beibringt. Und was eigentlich so das Schlimmste, glaube ich, auch für mich war und, glaube ich, auch so ein bisschen meine Karriereentscheidung mit begründet hat, war dieses Gefühl, dass das zwar als wichtige Aufgabe erkannt wird, dieses Societal Impact, aber es einfach auch in Karriereplanungen ja überhaupt nicht anerkannt wird. Also es gab einfach keinerlei Leistungsparameter, die Leute, die diese Aufgabe annehmen und gut machen, auch dafür belohnen. Das heißt, im schlimmsten Fall, junge Wissenschaftler, die das wirklich mit Herzblut gemacht haben, wurden bei den Beförderungen übergangen, konnten weniger publizieren. Ihr könnt euch das wahrscheinlich gut vorstellen. Das hat natürlich zu der allgemeinen Frustration ein bisschen beigetragen. Und dann gab es ganz, ganz schöne Entwicklungen damals, dass die Regierung gesagt hat, das ist ein Problem, da müssen wir ran. Wenn wir das nachhaltig integrieren wollen und wollen sozusagen das als Problem sehen, dass viele Universitäten ja immer mehr zum Eiffelturm oder zum Ivory Tower, zum Elfenbeinturm, genau, werden. Und wir wollen diese Verantwortung, diese globale Herausforderung mittragen, dann müssen wir das System auch nachhaltig umbauen. Und dann wurden erste Stellen geschaffen, in denen Wissenschaftler ganz vermehrt angefangen haben, Parameter zu entwickeln, wirklich strategisch an den Institutionen zu arbeiten und zu gucken, wie kann das nachhaltig integriert werden. Und das war dann sozusagen mein Karrierebruch aus der Wissenschaft in die Praxis des Public Engagements, in den strategischen Support Universitäten umzubauen. Und da ist natürlich ganz wichtig gewesen, wirklich Wissenschaftler zu unterstützen, Trainings aufzubauen, um Kompetenzen zu entwickeln, auch Selbstbewusstsein aufzubauen, aber ganz klar auch Kapazitäten zu bilden, dass mehr und mehr Unterstützung da ist, dass man Wissenschaftlern nicht mehr die ganze administrative Arbeit von Events lastet und dass das sozusagen Hand in Hand geht. Und die dritte große Stellschraube war damals der sogenannte Kulturwandel, der jetzt auch hier in aller Munde ist, dass man Leistungsparameter anpasst, dass man auch über Web Engagement publiziert, dass man da ganz klar diese Brücke zwischen Theorie und Praxis schließt und zu Best Practice und Qualitätsmanagement beiträgt. Das heißt, das war sozusagen das Abenteuer des strategischen Public Engagements. Und jetzt sind wir in Deutschland, glaube ich, an einem relativ ähnlichen Schwellenwert, wo wir genau diese Brücke aufschlagen müssen, wo wir aufpassen müssen, dass unsere Wissenschaftler, also wir, das Ganze gut managen können, dass die Leute, die sich darauf spezialisieren wollen, dafür auch die Unterstützung erhalten und die Anerkennung bekommen. Und das ist, glaube ich, keine kleine Herausforderung, aber eine, der wir uns gerade alle mit Begeisterung stellen. Und ich würde mich freuen, auch ein bisschen von euch zu hören, wie ihr das gerade in Deutschland empfindet. Prima. Tausend Dank, Alina. Ja, ich hoffe auch, dass wir dafür nachher noch Zeit haben. Natürlich habt ihr als Fellows jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen im Chat und nachher natürlich auch im Forum. Da können wir dieses Thema gerne nochmal aufgreifen. So, die nächste im Bunde, Rebecca Winkels. Rebecca leitet die strategische Kommunikation bei Wissenschaft und Dialog und verantwortet unter anderem auch das Portal wissenschaftskommunikation.de. Ich würde mal frecherweise behaupten, das Portal über Wissenschaftskommunikation in Deutschland. International ist das natürlich Elephant in the Lab, aber da bist du ja natürlich jetzt auch schon unterstützend dabei. Rebecca ist auch Expertin, würde ich sagen, für Social Media und wie WissenschaftlerInnen sich quasi auch geben in den sozialen Medien. Ich würde einfach mal das Mikrofon aufmachen, weil du kannst dich besser vorstellen als ich dich. Ich fand, das hast du schon ganz gut gemacht. Das ist also vor allem, also nachdem Ricarda schon der große Kopf des Wissenschaftsbarometers war, habe ich jetzt die Seite für Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Das ist ein guter Samstag fürs Ego. Ich hab nur Kopf gesagt, nicht großer Kopf. Also ist ein guter Samstag für morgen fürs Ego, das ist doch schon mal gut. Auch von mir ein Hallo in die Runde. Im Gegensatz zu diesem eher Forschungsaspekt rede ich also jetzt über die Welt der sozialen Medien. Danach wurde ich zumindest für heute gefragt.
Und genau, also vielleicht fangen wir mal so ein bisschen an damit. Ricarda Ziegler hat ja gerade eben schon gesagt, dass Vertrauen in Wissenschaft nicht so richtig was damit zu tun hat, wie viel wir selbst als Individuum über Wissenschaft wissen, also wie viel eigenes Wissen wir haben, sondern es eher um andere Faktoren dabei geht. Und zwar eben um Expertise, Integrität und Wohlwollen, wie sie es definiert hat. Wenn wir jetzt in die praktische Seite von Wissenschaftskommunikation gucken, dann übersetzen wir diesen Dreiklang in der Regel damit, dass wir einen Fokus auf Methoden, Prozesse und Werte der Wissenschaft setzen wollen. Und da kommen halt aus meiner Sicht dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins Spiel, als besonders befähigte Menschen darüber überhaupt zu reden, weil es natürlich irgendwie einen Unterschied macht, wenn ich als Kommunikatorin erzähle, welche Werte und Prozesse und Methoden Wissenschaft hat, ist das natürlich viel weniger glaubwürdig, als wenn das jemand macht, der auch wirklich selbst in dem Bereich forscht. Das ist die große Überbaubrücke. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Vertrauen eines der Ziele ist, was ich habe mit meiner Wissenschaftskommunikation, dann glaube ich daran, dass soziale Medien dabei eine besondere Rolle spielen können. Und zwar, weil sie für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Format darstellen oder einen Kommunikationsweg darstellen, den sie komplett selbst und autark benutzen und gestalten können. Bei vielen anderen Formaten der Wissenschaftskommunikation habe ich immer das, da muss mir jemand den Raum für bauen. Also bei einem Science Slam zum Beispiel muss jemand erstmal einen Science Slam organisieren, damit ich da auftreten kann. In den sozialen Medien kann ich komplett autark meine eigene Kommunikation gestalten. Und das ist schon mal einer der großen Vorteile, den ich für Social Media Nutzung sehe. Gleichzeitig gibt es auch noch so diesen Aspekt, dass es in sozialen Medien wenig reine Hierarchiestrukturen gibt. Das heißt, als Postdoc oder als Doktorand, der häufig nicht die Aufmerksamkeit kriegen würde von klassischen Medienkanälen, habe ich in sozialen Medien die Möglichkeit, meinen Forschungsweg, die Aspekte, die ich besonders finde, da auch darzustellen. Das heißt, das ist so ein weiterer Vorteil, den ich in der Nutzung sehe. Außerdem ist es, glaube ich, nirgendwo so einfach, globale Netzwerke aufzubauen und sich global auszutauschen. Das würde ich tatsächlich auch noch als Vorteil sehen. Gerade jetzt in Pandemiezeiten, wenn auch die letzte Dienstreise nicht mehr möglich ist, ist das halt schon etwas, was dazukommt und was mich befähigt, auch in internationalen Austausch zu kommen und internationale Bewegungen reinzubringen, auch in so ein System. Das kann ja auch tatsächlich im Bereich von sozialem Wandel was bewegen, und zwar auf einer globalen Ebene, die ich vorher nicht so richtig haben konnte. Und dann gibt es für mich noch einen ganz entscheidenden Faktor, warum es fast schon müßig ist, darüber zu diskutieren, ob man soziale Medien nutzen sollte oder ob nicht. Weil ich habe jetzt tatsächlich die Januarzahlen sind, dass 4,2 Milliarden Menschen monatlich in unterschiedlichen sozialen Medien unterwegs sind. Wenn da 4,2 Milliarden Menschen weltweit unterwegs sind, kann ich mich als Wissenschaft schlicht und einfach nicht so ganz aus diesen Kanälen raushalten. Also es ist einfach nicht, es ist so fast schon eine leidliche Diskussion, sollten wir soziale Medien nutzen, weil wenn wir irgendeine Relevanz haben wollen oder eine Aufmerksamkeit generieren wollen, dann müssen wir da schlicht und einfach rein. So, das ist also der, neben den ganzen Vorteilen, die ich auch wirklich sehe und den Chancen, ist das, glaube ich, auch schon einfach ein ganz wichtiger Faktor. Und das andere, was es für Kommunikatorinnen und Kommunikatoren sehr schön macht und auch, glaube ich, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ist, dass ich in unterschiedlichen Kanälen sehr klar unterschiedliche Zielgruppen habe und damit sehr spezifisch auf bestimmte Bedürfnisse oder bestimmte Zielgruppenansprüche eingehen kann. Gut, jetzt habe ich ganz viele gute Seiten von sozialen Medien präsentiert. Ich sehe durchaus auch, dass es Probleme in dem Bereich gibt. Und ich glaube auch, dass die Corona-Pandemie beides gezeigt hat. Also wir haben in der Corona-Zeit gesehen, wie wahnsinnig gut Social Media funktionieren kann in Informationsbeschaffung. Wir haben aber auch gleich und im globalen Austausch am Laufen halten. Wir haben aber auch gleichzeitig gesehen, dass es eine sehr hitzige Debatte im Moment ist in vielen sozialen Medien. Und diese Hitzigkeit der Debatte ist natürlich nichts Positives, wenn man mal davon ausgeht, dass Wissenschaft an sich seine Grundwerte hat und die dazu nicht gehört, dass ich mich permanent laut anschreie. Also außer in vielleicht vielen Laboren dann doch, aber genau. Und ich glaube, dass wir da ein Problem haben und ich glaube auch, dass das ein Problem ist, wo wir dran arbeiten müssen. Nicht nur wir als Wissenschaft, aber ich glaube, dass Wissenschaft dazu einen Beitrag leisten kann. Und gerade wenn ich irgendwie über das Aufkommen von Verschwörungsmythen rede,
was vielfach auch ein bisschen zu sehr in den Kontext sozialer Medien gestellt wird, aus meiner Sicht. Gibt es da Dinge, die man tun kann? Und ich glaube, Dinge, die man tun muss. Und ich glaube, wir haben gute Belege dafür, dass wir zu einem konstruktiveren Diskurs beitragen müssen und können. Und ich glaube aber nicht, dass man das alleine kann. Also ich glaube auch, dass es tatsächlich da ein paar Regelwerke braucht und ein paar Regularien und aber vor allem auch eine gesellschaftliche Debatte darum, wie wir den Diskurs in diesen Medien führen. Genau, das wäre es jetzt mal. Ja, tausend Dank, Rebecca. Und schade, Jens, dass du wieder weg bist. Das war eigentlich ganz gut für ein bisschen fürs Gender-Verhältnis heute. Wobei du natürlich erst später was zu sagen hast. Jetzt haben wir natürlich noch Birte Fehnrich, die, was soll ich jetzt alles über Birte sagen? Birte ist wahrscheinlich eine der profiliertesten Forscherinnen in dem Feld, ist die Sprecherin der Fachgruppe Wissenschaftskommunikation bei der DGPUK. Mit mir zusammen und Alina und Ricarda auch in der Factory Viscom, also quasi so eine Art Think Tank zur Wissenschaftskommunikation. Dafür ist im Forschungsfeld und auch bei einer sehr besonderen Gruppe der BBAW, die sich auch der Wissenschaftskommunikation verschrieben hat. Und ja, Birte, vielleicht kannst du einfach kurz ein paar Worte zu dir und deiner Arbeit sagen. Ja, vielen Dank. Auch meinerseits Entschuldigung, dass ich spät dran war. Bei mir war es einfach noch nicht halb. Irgendwie ist meine Uhr, hat einen anderen Rhythmus als deine Bene anscheinend. Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Guten Morgen auch meinerseits. Als vierte brünette Frau auf diesem Panel finde ich es schön, dass ich jetzt tatsächlich auch nochmal eine vielleicht ein bisschen andere Perspektive hier einbringen kann. Wir haben jetzt viel Perspektiven gehört, die so an der Schnittstelle von Forschung und Praxis agieren. Ich vertrete natürlich auch diese Perspektive, aber trotzdem nochmal aus einer anderen Richtung, nämlich aus einer tatsächlich deutlich stärker grundlagenorientierten Forschungsperspektive. Denn Wissenschaftskommunikation ist ja auch deutschlandweit und auch international ein eigenständiges Forschungsfeld, das tatsächlich nicht nur angewandte Forschung macht, sondern auch Grundlagenforschung. Und ich glaube, damit vertrete ich möglicherweise auch ein bisschen eine Perspektive, die nochmal ein bisschen anderen Dreh in diese Debatte reinbringt, über die wir uns hier gerade verständigen. Wir haben ja viel über, also Alina hat über den doch sehr, sehr, die Aufbruchsstimmung zu Public Engagement in England gesprochen, die oder in UK gesprochen, die natürlich auch sehr politisch gefördert und gefordert war. Das erleben wir in Deutschland auch gerade. Ricarda hat da auch ein paar Bezüge zu hergestellt. Auch Rebecca hat viel von Problem in der Social-Media-Kommunikation und dem Appell eines konstruktiveren Diskurses gerade irgendwie gesprochen. Das heißt, wir erleben eine sehr normative Debatte rund um diese Wissenschaftskommunikation, der, das ist so ein bisschen mein Standpunkt, manchmal so ein bisschen ja, Sachlichkeit, Evidenzbasierung und einfach im Prinzip eine Orientierung an dem fehlt, was eigentlich tatsächlich faktisch geht, möglich ist, welche Effekte das möglicherweise auch hat, möglicherweise auch, was überhaupt irgendwie tatsächlich in dieser globalen und auch digitalen Welt zunehmend möglich ist. Das heißt, wenn ich von Kommunikation oder aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive über Wissenschaftskommunikation spreche, dann spreche ich da erstmal als tatsächlich drüber als ein großes Forschungsfeld, das sich mit Kommunikation in, von und über Wissenschaft auseinandersetzt. Das heißt, wir reden jetzt viel von Kommunikation von Wissenschaftlern, aber in Ricardas Beispiel wurde ja auch schon wichtig, wir müssen uns natürlich auch anschauen, was passiert denn mit der Kommunikation, die da von den Wissenschaftlern, von Wissenschaftsjournalisten, von Bloggern und so weiter in die Öffentlichkeit gepustet wird sozusagen. Also wie wird denn über Wissenschaft kommuniziert und möglicherweise auch, und ich meine gerade in Zeiten von Open Science ist das natürlich ein wichtiger Diskurs, was passiert denn eigentlich in der Wissenschaft selbst, die durch Digitalisierung, die durch Open Science und so weiter auch zunehmend öffentlich sichtbar wird. Das heißt, was wir in der Wissenschaftskommunikationsforschung versuchen, ist einen recht umfassenden Wissensbegriff anzulegen, der sich, wie gesagt, auf diese ganz verschiedenen Facetten von Wissenschaftskommunikation bezieht und natürlich auch auf alle Disziplinen und gerade jetzt in Feldern wie Klimawandel, wie Corona und so weiter auch auf einen Post-Normal Science-Verständnis, das heißt auf interdisziplinäre, transdisziplinäre Zusammenarbeit, die auch natürlich einen ganz wichtigen Bezug hat zu oder eine wichtige Grundlage bietet für politisches Entscheiden und auch soziales Handeln, wie wir jetzt in Corona-Zeiten gerade sehen. Ich hatte am Anfang gesagt, dass ich gern so ein ganz bisschen vielleicht einen Kontrapunkt zu dieser Normativität in der Debatte setzen kann und möchte, weil ich schon erlebe, dass das, was jetzt allgemein als Kulturwandel propagiert wird und im Prinzip doch sehr argumentiert wird über einen sehr starken Fokus auf das, was Wissenschaftler machen sollen, wo sie sich engagieren sollen, wo sie mehr und mehr quasi in die Öffentlichkeit gehen sollen, dass das
manchmal viele Dinge oder dass das oft quasi einen großen Teil dessen ausblendet, was Wissenschaftskommunikation auch ist. Ein ganz wichtiger Punkt ist, und das wird beispielsweise vom BMBF, finde ich, momentan immer recht stark übersehen, aber auch teilweise sogar von der Wissenschaftskommunikationsforschung selbst, ist, dass wenn wir über Wissenschaftskommunikation sprechen, sich dieses Feld ja wahnsinnig ausdifferenziert hat. Und ich meine, gerade Wikipedia ist ja ein gutes Beispiel, wo wir sehen, wie auch tatsächlich Akteure, die gar nicht genuin aus der Wissenschaft kommen, sondern aus ganz verschiedenen Bereichen sich aber irgendwie interessieren, sich natürlich auch als Kommunikatoren in wissenschaftlichen Kontexten irgendwie bewegen und auch quasi da einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dazu leisten, wie Wissenschaft in der Öffentlichkeit überhaupt wahrgenommen wird. Bei Wikipedia sind das Engagierte, die tatsächlich für Wissenschaft sind. Es sind aber natürlich, und das erleben wir jetzt gerade im Corona-Diskurs, das erleben wir im Klimadiskurs, gibt es aber natürlich auch ganz viele, die Wissenschaft für sich einfach instrumentalisieren, um ihre Argumente vorzutragen. Seien es NGOs, seien es Thinktanks, gerade im amerikanischen Klimawandeldiskurs auch klimaskeptische Thinktanks, teilweise ja auch bei uns, die im Prinzip Wissenschaft in dieser allgemeinen Kultur des Scientismus, in dem wir uns gerade bewegen, wo im Prinzip grundsätzlich Wissenschaft als gut, als wertvoll, als wichtige argumentative Basis genommen wird, die das nehmen, um tatsächlich für ihre Argumente in der Öffentlichkeit oder ihre Argumente in der Öffentlichkeit zu propagieren. Das passt sehr gut zu dem, was Rebecca auch gerade geschildert hat. Das heißt, was ich eigentlich wichtig finde in der Debatte ist, tatsächlich sich mal klarzumachen, was man als Wissenschaftler, der in den öffentlichen Diskurs eintritt, wem man sich da aussetzt, welchen Argumenten man sich da möglicherweise aussetzt und wie, was man da tatsächlich auch möglicherweise selbst zu leisten imstande ist gegen all das andere, was da draußen in Anführungsstrichen tobt. Was ich auch wichtig finde, und das gab es jetzt teilweise bei meinen Vorrednerinnen auch schon, ist tatsächlich nochmal die Frage, wie und warum beteiligen sich Wissenschaftler überhaupt an Public Engagement? Das ist was, wo Alina wahrscheinlich auch viel Daten zu kennt und viel weiß. Da gibt es also tatsächlich einfach viel substanzielle Forschung, die auch der Politik durchaus irgendwie gute Wegweiser bieten könnte, um zu zeigen, okay, grundsätzlich gibt es eine hohe Bereitschaft, sich zu engagieren, aber tatsächlich gibt es tatsächlich diese Zeit- und Ressourcenprobleme. Es gibt Vorbehalte, wenn man sich nicht gut ausgebildet fühlt und so weiter und so fort. Kleine wichtige Stellschrauben, an denen man, glaube ich, auch als Politik und als Wissenschaftsmanagement irgendwie gut ansetzen kann. Und dann nochmal eine doch recht große Frage, die auch ganz gut zu diesen Wissenschaftsbarometerstudien passt, tatsächlich die Frage, wozu machen wir Wissenschaftskommunikation, wen können wir überhaupt erreichen? Und auch da gibt es in der Forschung tatsächlich relativ viele Ansätze, beispielsweise Segmentationsstudien, die zeigen, welche Teile der Gesellschaft erreicht man denn überhaupt mit Wissenschaftskommunikation, über welche Kanäle erreicht man die? Und da zeigt sich, ein großer Teil der Bevölkerung, ja, der findet das irgendwie ganz interessant, kann aber damit eigentlich nicht so richtig was anfangen. Deshalb dieser Appell, immer die breite Bevölkerung zu erreichen, ist das tatsächlich sinnvoll? Was bringt es überhaupt und so weiter. Also mein etwas bruchstückhafter Beitrag kommt jetzt zum Ende tatsächlich mit dem Fazit, dass wir tatsächlich möglicherweise vielleicht auch nochmal einen Schritt zurücktreten sollten, ein bisschen weniger Normativität in der Debatte halten sollten und tatsächlich mal kritisch hinterfragen sollten, was überhaupt notwendig ist und warum. Also tatsächlich nicht alles einfach immer nur so nehmen und als quasi und diesen normativen Duktus folgen, sondern tatsächlich das vielleicht auch nochmal ein bisschen aus einem Schritt zurückgehen und das von ein bisschen aus der Makroperspektive betrachten. Warum ist es so? Wen sollte man und könnte man überhaupt erreichen? Und auf der Basis dann loszulegen und tatsächlich sich selbst zu engagieren. Vielen Dank. Ja, tausend Dank bitte auch für dieses Blitzlicht. Ich hoffe, ihr habt auch gesehen, dass wir hier sehr viele oder sehr unterschiedliche Perspektiven vertreten haben. Also wir haben sowohl Perspektiven aus der Theorie, aus der Beforschung von Wissenschaftskommunikation oder der Forschung über Wissenschaftskommunikation und natürlich aus der Praxis, aus verschiedenen Blickwinkeln. Und Beta hat es eben auch schon erwähnt, wir haben es jetzt gerade noch mehr als davor mit einem besonderen Scientismus zu tun, nämlich dass Wissenschaft wirklich im Fokus der Öffentlichkeit ist. Und ich würde gerne die kleine Diskussion auch ein bisschen starten mit so einer naiven These. Und die Corona-Krise hat gezeigt, dass WissenschaftlerInnen sich in die öffentliche Debatten einmischen müssen. Rebecca, mich würde mal interessieren, wer hat das Social Media Game gewonnen? Gecheckt und wer nicht? Okay, wenn ich es nur darauf beziehen darf, dann gerne, sonst ist Ricarda da sicherlich die größere Expertin in dem Bereich. Aber genau, also ich glaube, dass es tatsächlich gezeigt hat, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade am Anfang der Pandemie aus dem Virologiefeld plötzlich auf Twitter aktiv
geworden sind. Also da gab es eine ganze Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die vorher zwar einen Twitter-Account gehabt haben möchten, aber den nicht wahnsinnig genutzt werden und die in dem Moment, in dem die Pandemie kam, reingegangen sind in den Diskurs. Also das ist erstmal so eine Feststellung, dass es da ein bisschen mehr Bewegung gab. Ich glaube, die Frage, wer es gewonnen hat und wer nicht, kann man gar nicht so richtig beantworten. Ich glaube, im Zweifel gewinnt am Ende die Bild-Zeitung diesen Diskurs, leider. aber es ist, glaube ich, nicht, darum geht es auch gar nicht. Aber was ich bemerkt habe und festgestellt habe, ist, dass es mehr Aktivitäten gab in diesem Bereich, was sicherlich auch mit der Pandemiesituation im Privaten zu tun hatte. Also irgendwie, es gab einfach eine höhere, also und tatsächlich gibt es dafür einen Philipp Lorenz Spreen aus von der MPG hat eine Studie dazu gemacht, dass der Traffic einfach sehr viel höher war in Zeiten von der Pandemie. Also von daher, so wer gewinnt oder nicht, kann ich nicht so richtig sagen. Ich kann nur sagen, dass es viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gab, die sehr aktiv geworden sind in den sozialen Medien in dem Zeitraum und auch, wie ich finde, einen sehr guten Job gemacht haben an vielen Stellen. Einige haben genau das Gegenteil getan. Also es gab auch ganz Worst-Practice-Beispiele, kann ich auch Tausende nennen. Aber zum Beispiel, also irgendwie haben wir jetzt Christian Drosten mal nicht als Ersten zu nennen, aber es gibt auch andere, die da einen guten Job gemacht haben und die vor allem auch, das sieht man jetzt von außen nicht, aber in den Austausch mit Leuten gegangen sind, die sich auf dem Forschungsniveau mit Verschwörungsmythen zum Beispiel beschäftigen. Also Pia Lamberti, die das Buch Fake Facts geschrieben hat, hat mir erzählt, dass sie ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatte, die tatsächlich auch mal bei ihr angefragt haben und gesagt haben, wie reagiere ich denn auf jemanden, der mich angeht und einen Verschwörungsmythos verbreitet. Wie reagiere ich denn da richtig? Und das, finde ich, ist ein sehr positives Zeichen. Das ist natürlich anekdotische Evidenz und ob das jetzt auf einem großen Level schon soweit ist, aber das würde man sich ja eigentlich wünschen, dass man hingeht und sagt, okay, was weiß denn die Wissenschaft darüber, wie ich mit solchen Sachen umgehe und dann sein Verhalten darauf anpasst. Und ich glaube, an einigen Stellen ist das passiert und das ist schon mal an sich positiv. Ja, danke. Ich würde vielleicht jetzt mal nochmal Ricarda fragen, da du ja eben schon angesprochen warst. Ist das, was wir jetzt gerade erleben, eine Zeitenwende für die Wissenschaftskommunikation? Oh Gott, eine Zeitenwende weiß ich jetzt gar nicht an der Stelle. Ich glaube, es hat nochmal, so habe ich darauf geblickt und ich glaube, das schließt ganz gut an das, was Rebecca und vorher auch Birte gesagt haben. Das ist, glaube ich, nochmal manche sozusagen der Dilemmata, den wir sozusagen da ausgesetzt sind, nochmal sehr, sehr deutlich gemacht hat. Also ich glaube sozusagen dieses... die Frage, warum kommuniziere ich eigentlich wann, mit wem, zu welchem Zweck, irgendwie wurde, glaube ich, nochmal sehr, sehr deutlich, weil, glaube ich, auch gerade auf Twitter irgendwie manche Dinge vielleicht nicht so produktiv gelaufen sind an der Stelle, aber ich glaube, dass dahinter auch immer noch diese Frage steht von, oder dieses dann doch wieder normative Argument zu sagen, es hat auch schon ein bisschen einen Sinn, dass Wissenschaftler das tun, um eben das Feld nicht den anderen komplett zu überlassen, irgendwie so ein bisschen. Also, weil es gibt genug Menschen, die sich, glaube ich, gerne als Expertinnen und Experten zu gewissen Themen sozusagen in den Fokus rücken irgendwie und da zu sagen, ich bin derjenige oder diejenige, die dazu forscht und ich kann dazu aber einen Beitrag machen, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, sodass, glaube ich, irgendwie die Frage von sozusagen der Relevanz und warum ist es vielleicht auch die Aufgabe von Forschenden, das zu tun, da nochmal sehr, sehr deutlich wurde. Aber ich glaube, es hat eben auch deutlich gemacht, dass diese Frage von, was mache ich eigentlich, wie, mit wem kommuniziere ich, warum, sozusagen nochmal in den Fokus gerückt ist, weil eben auch diese mögliche Bedrohung, dass eben Wissenschaftskommunikation auch sozusagen für politische Zwecke noch stärker herangezogen wird, dass sozusagen auch Politiker sich vielleicht hinter Wissenschaftlern ihren Erkenntnissen, ihre Ergebnisse sozusagen versucht haben zu verstecken. Also dass da sozusagen dieses Spannungsverhältnis, wie weit geht eigentlich Wissenschaftskommunikation, wann ist es politische Kommunikation, wie weit sollten sich da wissenschaftliche Einrichtungen, aber auch einzelne Forschende eigentlich vorwagen, dass das nochmal ein Thema ist, das sehr in den Fokus gerückt ist. Und ich glaube, dass es auch bei sozusagen dieser Frage, dass wir jetzt so einen Fokus auf Wissenschaftskommunikation haben durch Corona, aber auch schon vorher, weil es eben sehr politisch gewollt ist, glaube ich, dass wir da nicht mit einem naiven Verständnis reingehen sollten, sondern schauen könnten, wie man eine Förderung, eine zukünftige Beförderung von Wissenschaftskommunikation so gestalten kann, dass es eben nicht irgendwie wirren Inhalt auf allen möglichen Kanälen gibt, sondern zu gucken, dass tatsächlich Wissenschaftskommunikation so gefördert wird und so stattfindet, dass sie wirklich sozusagen strategisch und reflektiert stattfindet. Ja, tausend Dank.
was immer wieder jetzt aufgekommen ist, ist auch so ein bisschen die Rolle der Expertin. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was gerade bei Corona auch nochmal sehr deutlich wurde. Also man sucht in solchen Situationen ja auch nach Expertin. Es ist aber auch schwer einzuschätzen, wer jetzt eine Expertin ist und wer nicht. Ich weiß nicht, ob der vielleicht auch eine Einschätzung darüber, was das ein bisschen auch gezeigt hat über das Expertendasein in Deutschland, diese Corona-Krise. Hat da jemand von euch eine Meinung zu? Bitte, du holst schon aus. Ich finde den Begriff Expertendasein in Deutschland ein bisschen schwierig, aber ich versuche es mal. Ich glaube, so aus meiner Einschätzung heraus ist Corona auf alle Fälle ein Brennglas für vieles, was tatsächlich quasi sich in der Öffentlichkeit an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik und Öffentlichkeit abgespielt hat. Viele sagen ja immer, das ist nochmal ein bisschen spezifisch, weil es im Prinzip im Wesentlichen Medizinkommunikation ist, weil die Betroffenheit aller einfach so riesig ist. Also ich meine, wir hatten ja ähnliche Fälle mit der Finanzkrise, wo dann die Ökonomen auf einmal irgendwie ganz im Fokus standen und sowas. Aber trotzdem hat das natürlich jetzt nicht die Bevölkerung in der Gesamtheit erfasst und war tatsächlich nochmal ein bisschen anders spezifisch. Insofern ist Corona, finde ich, jetzt einfach ein sehr schöner und interessanter Fall, um sich viele Dinge anzuschauen. Frage nach Expertentum. Es ist natürlich schon so, dass viele, und das hat Rebecca jetzt auch gerade gesagt, sich ja natürlich dann durchaus auf Twitter und so weiter äußern, weil sie selbsternannte Experten sozusagen sind. Was heißt selbsternannte Experten? Sind Wissenschaftler und arbeiten zu bestimmten Dingen. Gleichzeitig treten sie dann aber in diese Expertenrolle und versuchen da im Prinzip ihre Standpunkte quasi zu vertreten. Wie drehe ich denn das jetzt? Und gleichzeitig ist natürlich aber auch so, dass dadurch, dass wir da im Prinzip keine Verifizierungsmechanismen haben, also wir haben jetzt keinen Journalisten, der das an der Stelle jetzt zumindest im Social-Media-Bereich nochmal überprüft oder keine drei anderen Wissenschaftler, die das reviewen, ist natürlich im Prinzip die Frage, wer tatsächlich jetzt als Experte angenommen oder tatsächlich die Expertise hat, die er vorgibt zu haben und wer nicht, für den Außenstehenden, also für den Nutzer irgendwie schwer zu überprüfen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, dass wir jetzt nochmal mehr sehen, wo tatsächlich alle möglichen Leute sich irgendwie als Experten darstellen und zeigen. Gleichwohl ist es natürlich schon so, dass Twitter einfach ein Elitenmedium ist. Das heißt, der Twitter-Diskurs oder die Twitter-Öffentlichkeit ist ja eine ganz, ganz kleine im Vergleich zur Gesamtöffentlichkeit. Und was wir schon auch sehen, ist, dass sich ganz viele Menschen jetzt ja wieder doch deutlich stärker an journalistische Medien gewandt haben und tatsächlich da ihre Informationen holen, sodass Twitter erstmal im Prinzip eigentlich ein ganz gutes Vorselektionsmedium ist, auf dem sich auch viele Journalisten tummeln, die dann natürlich irgendwie sich die Leute, die sie da irgendwie beobachten, dann irgendwie möglicherweise auch ranziehen für weitere Berichterstattung. Was man aber auch sieht, und das finde ich ist tatsächlich ein bisschen auch ein journalistisches Problem, ist, dass im Prinzip so dieser Fokus auf so einzelne Experten also durchaus auch ein Problem ist. Also der Fokus auf Drosten, so reflektiert und gut das alles ist, was er sagt, ist schon auch ein Problem, weil damit tatsächlich nur eine spezifische Perspektive der Wissenschaft, die sich in vielen Punkten gar nicht so einig ist, wie das manchmal dargestellt wird, und auch der vielen Disziplinen, die natürlich auch verschiedene Implikationen dieser Corona-Pandemie sich anschauen, gar nicht zu Wort kommen. Und das ist aber tatsächlich eher ein Problem, finde ich, gar nicht so sehr der Wissenschaft, sondern an der Stelle jetzt der journalistischen Expertenauswahl, wo es tatsächlich auch Versuche gibt, Journalisten so ein bisschen zu unterstützen. Also ich habe einen Kollegen am KIT, der jetzt gerade versucht, so ein Experten-Findetool für einen spezifischen medizinischen Bereich jetzt erstmal zu bauen und zu basteln, wo sich aber auch zeigt, dass das tatsächlich auch gar nicht so ganz einfach und auch ein bisschen schwierig ist, weil beispielsweise Journalisten durch den Zeitdruck, den sie haben, in ihrer Nachrichtenaufbereitung einfach dann auch tatsächlich manchmal an so ganz einfachen, also im Prinzip ihren eigenen Praktiken und Prozessen folgen, die schon so eingespult sind, dass sie dann halt auf Personalisierung und solche Sachen mehr Wert legen als auf eine ausgewählte Expertenauswahl. Es war ein bisschen wirr, aber vielleicht hat es ein bisschen was beantwortet. Entschuldigung. Nee, das war tatsächlich hochspannend, weil das auch ein Thema ist, das, glaube ich, jetzt auch unmittelbar relevant wird, auch die Identifikation von Expertinnen, beziehungsweise auch die Darstellung von Expertinnen in öffentlichen Medien. Das ist auch so ein Thema, das... Also Kaspar Hirschi, falls du den kennst, behandelt das auch immer wieder so ein Schweizer. Und interessant finde ich auch wirklich dabei, wie teilweise auch quasi Expertisen vorgegeben werden, die de facto nicht da sind. Also jetzt neben der Fokussierung auf wenige Expertinnen auch die
das Symbolexperten, die eigentlich nicht so viel dahinter stehen haben. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was für Wissenschaftskommunikation relevant ist. Ich sehe schon, dass wir Fragen aus dem Publikum haben. Das macht es mir auch ein bisschen einfacher. Und zwar von Sophie: Wie ist da eigentlich die Rolle der etablierten Wissenschaftskommunikatoren wie Museen, Zeitschriften, à la Geo oder ähnlich im Vergleich zu den freien Wilden in Social Media? So, die freien Wilden wäre Rebecca, aber ich frage mal Alina, weil sie natürlich auch eine Perspektive aus dem Museum mitbringen kann und uns da vielleicht mal ein bisschen helfen könnte. Genau, vielleicht fange ich an und übergebe dann direkt den Staffelstab zu Rebecca, weil ich glaube, da Social Media ist, glaube ich, da deutlich eher ihre Expertise. Aber natürlich sitze ich im Museum gerade und für mich bringt das so ein bisschen auch die Diskussion wieder zurück auf so eine Art strukturellen Support, ne? Also klar, wir haben alle unsere Kernexpertise als Wissenschaftler. Wir wissen, in welchem Feld wir uns auch irgendwie in unserer Komfortzone bewegen, was Fakten angeht, was wissenschaftliche Ergebnisse und Erkenntnisse angeht. Zumindest ging mir das immer so, wo ich wusste ganz genau, wann ich mich auf dünnes Eis begebe und dann weiß man auch genau, man geht wieder einen Meter zurück. Und da genau kommen, glaube ich, so institutionelle Supportmechanismen ins Spiel, wie zum Beispiel in den etablierten Museen oder Institutionen. In der Regel sollte ja auch jede Hochschule ein etabliertes Kommunikationssystem haben oder ein Engagement-System. Und da finde ich, dass halt auch die Institutionen eine Verantwortung tragen, ihre Wissenschaftler, ihre inhaltlichen Experten zu unterstützen und auch zu beschützen ein Stück weit. Das fängt an mit, was passiert, wenn ein Wissenschaftler sich sozusagen angegriffen fühlt, was gibt es dafür für Support, wie kann man das sozusagen auch wieder einfangen, solche Sachen. Das finde ich, sollte nicht auf den Schultern von engagierten Wissenschaftlern liegen, solche Sachen. Und auch nochmal ganz schön auf dieses Muss zurück, was du schön provokant in deiner ursprünglichen Frage untergebracht hattest, Bene, das ist halt auch genau dieses, dass ich finde, dass Wissenschaftler da abgeholt werden müssen, wo sie stehen, dass sie auch wirklich berufsbegleitend die richtigen Methoden, die richtigen Kanäle für sie entwickeln dürfen und Formate entwickeln dürfen und auch die richtigen Austausch-Stakeholder für sich identifizieren sollten, um nicht in so eine Situation zu kommen, wo sie sich außerhalb ihrer Komfortzone befinden. Und auch wiederum das, und das knüpft an Birtes Punkt auch so ein Stück weit an, ich glaube, wir müssen davon auch differenzieren, dass Experten und Fachwissenschaftler Expertise haben in ihrem Fachgebiet, aber dass wir auch Experten haben, die sich darum kümmern müssen, dass zum Beispiel wissenschaftliche Werte kommuniziert werden. Und ich glaube, Ricarda und Rebecca haben das vorhin auch schon anklingen lassen, dieses auch einfach generell den Diskurs zu begleiten, warum ändern sich wissenschaftliche Meinungen, warum gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Experten, die sich auch widersprechen. Das muss, glaube ich, wirklich stringent durchgängig mitkommuniziert werden, mit Blitzlichtern aus den Experten, die sich dann zu Wort melden. Nur dann kann das, glaube ich, richtig funktionieren. Wenn man das alles auf Schultern von Individuen lässt, die wahrscheinlich sowieso gerade schon 2 Millionen Sachen gleichzeitig machen, ist das weder fair noch, glaube ich, zielführend. Ja, tausend Dank, Alina. Ich würde direkt weitermachen, weil wir noch eine Frage aus dem Publikum haben. Und dann würde ich auch im Anschluss einfach bitten, dass alle Fellows und sonstige Gäste die Kamera wieder anmachen. Und zwar will Jakob wissen, will die Öffentlichkeit nicht eher eine Perspektive? Die wissenschaftliche Pluralität kann doch auch verunsichernd wirken. Ich glaube, das ist eine Frage, die ich gerne mal Ricarda rüberwerfen möchte. Also ich glaube sozusagen, das eine ist natürlich die Frage, wer gibt mir Orientierung irgendwie, woran kann ich mich festhalten, und ich glaube, das war gerade was wir auch irgendwie in Corona gesehen haben, dass dann natürlich man sich sozusagen an etablierte Akteure, Institutionen wendet, denen man vertraut, weil es einfach eine unsichere Zeit war und man da sozusagen von der Wissenschaft, aber wir hatten am Anfang ja auch sozusagen ein relativ hohes Vertrauen in politische Akteure in dem Bereich, dass das sozusagen vielleicht ein Mechanismus ist, aber ich kann vielleicht noch aus ein bisschen einer anderen Perspektive die Frage beantworten, weil wir erheben sozusagen im Wissenschaftsbarometer auch öfter mit offenen Fragen, und das sind jetzt keine Ergebnisse, die sich auf Corona beziehen, sondern generell sozusagen was haben die Leute eigentlich im Kopf, wenn sie mit uns über Wissenschaft und Forschung sprechen. Und da ist es natürlich so, dass sozusagen Themen aus ganz dem Bereich sozusagen Gesundheit, Medizin, Technik, neue Technologien, sozusagen diese Vorstellung von Wissenschaft und Öffentlichkeit sehr, sehr dominieren. Aber wenn wir gleichzeitig auch danach fragen, was macht eigentlich Wissenschaft aus, was bedeutet Wissenschaft und Forschung eigentlich, dann sehen wir da schon auch, zwar nicht bei allen Befragten, aber in der Gesamtheit durch auch irgendwie sozusagen ein großes Spektrum an Nennungen, was da kommt, sozusagen von diesem Erkenntnisgetriebenen, das Methodische. Es geht auch sozusagen um Fragen von Transparenz, von Kollaboration, von sozusagen gesellschaftlicher Relevanz,
sodass wir da, glaube ich, schon auch sehen, dass wir den Leuten in gewissem Maße auch Komplexität irgendwie auch zumuten können an der Stelle, dass wir sagen, von dem, was ich sozusagen aus offenen Fragen, aus unseren Befragungen kenne und auch sozusagen in Verbindung mit, wenn wir danach fragen, wie eigentlich Wissenschaftskommunikation wahrgenommen wird oder sowas, würde ich sagen, wir haben da eigentlich eine Bevölkerung oder auch die Ergebnisse zu den Vertrauens- und Misstrauensgründen, dass gerade sozusagen auch bei der Frage von wer finanziert und wer entscheidet eigentlich in Wissenschaft und Forschung, dass die Bevölkerung aus meiner Sicht kein naives Verständnis von Wissenschaft und Forschung hat, sondern davon auch sozusagen versteht, dass zum gewissen Teil zumindest, dass wir da sozusagen, warum das System funktioniert, wie es funktioniert und dadurch auch sozusagen offen dafür ist, da dann auch in Austausch zu gehen. Ja, tausend Dank. Ich würde einfach mal weitermachen, weil Isabel direkt eine anknüpfende Frage gestellt hat und die, glaube ich, sehr gut auch in Alinas Expertisenfeld reinpasst. Vielleicht hat Rebecca dazu auch eine Meinung. Genau, schieß einfach los. Ja, super gerne. Ich habe mich auch sehr über diese Frage gefreut, weil das, glaube ich, auch was ist, was ganz, ganz wichtig ist. Es gibt so viele Notwendigkeiten, an denen man ansetzen muss, wenn man sich mal anguckt, was ist die Öffentlichkeit überhaupt? Was sind zwar für Zielgruppen? Vor allem auch, was sind Multiplikatoren? Mit welchen Stakeholdern muss man eigentlich diesen Kurs begleiten? Ein schönes Projekt, genau an Isabels Frage anknüpfend, das wir in Cambridge tatsächlich gemacht haben, ist, dass wir ganz intensiv in die Lehrerausbildung eingestiegen sind. Das heißt, wir haben Austauschformate geschaffen zwischen wirklich interdisziplinären jungen Wissenschaftlern und angehenden Lehrern, um wirklich diesen Diskurs zu begleiten, herauszufinden, was sind da wirklich Wertigkeiten in der Wissenschaft, wie kann man die aber auch dann in den Unterricht vermitteln und dann sozusagen Ressourcen von den Wissenschaftlern erstellen zu lassen, die dann auch wieder direkt in den Unterricht getragen wurden und sozusagen über die Lehrer einen wahnsinnigen Multiplikatoreneffekt hatten. Und das ist auch genau dieses Schöne im Public Engagement, dass man sagen kann, was will man eigentlich erreichen? Wo hat man wirklich diesen Societal Impact mit seiner eigenen Expertise, seiner Forschung, aber auch seinen eigenen Interessensgebieten? Nicht jeder steht gerne auf der großen Bühne des Science Slam, aber vielleicht im Zweiergespräch mit einem Lehrer fühlen sich manche sehr, sehr wohl und können da wirklich diesen auch gesellschaftlichen Kulturwandel wahnsinnig mit begleiten. Also ganz großes Ja. Lehrer sind ein wichtiger Punkt, Schüler sind ein wichtiger Punkt, aber genauso auch die ganze Vielzahl der Gesellschaft, also von Politik-Engagement bis Industrie-Engagement, muss man da wirklich sich hinsetzen und das strategisch identifizieren, wo da Anknüpfungspunkte sind. So, ich würde jetzt auch mal nochmal alle offiziell bitten, die Kamera anzumachen. Das war so der Plan, dass wir uns alle wieder sehen, dass wir ein gemeinsames Forum haben und auch sehen, woher die Fragen so kommen. Ich gebe derweil auch schon mal die Frage von Andreas weiter, der sagt, Punkt, 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 und wenn die Wisskommunikation mehr zur Norm wird, wenn also nach außen kommuniziert werden soll, ist dies eigentlich eine zusätzliche Bürde, die wissenschaftsintern entsprechend honoriert wird? Oder ist dies nur ein zusätzliches Ehrenamt ohne adäquate Belohnung? So, wir sprechen hier also über Anerkennungsmechanismen, was, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Hier nur die kleine Randbemerkung, dass WissenschaftlerInnen 50% ihrer Zeit für administrative Tätigkeiten verwenden. Hätten sie noch ein bisschen mehr Zeit für 20% weniger, da hätten sie mehr Zeit für Kommunikation und Forschung. Aber ich würde trotzdem diese Frage würde ich gerne nochmal weitergeben und zwar an Ricarda. Ricarda, vielleicht möchtest du kurz was dazu sagen. Ich glaube, die Frage sozusagen trifft irgendwie ins Mark irgendwie einer aktuellen Diskussion. Also es gibt ja auch in der Factory Viscom, die vorhin schon angesprochen wurde, gibt es ja auch eine Arbeitsgruppe, die sich genau darum widmet, dass man eben sagt, wenn man das mehr einfordert, wenn das politisch mehr gewollt ist, dass Forschende mehr kommunizieren wollten, dass man sozusagen einerseits dafür spricht und ich glaube, das ist auch Alinas Thema, die Frage von, wie kann das eigentlich unterstützt werden, wie kann man das sozusagen den Forschenden durch institutionelle, durch strukturelle sozusagen Unterstützung so einfach wie möglich machen und gleichzeitig aber auch, und ich glaube, das ist ja auch dein Thema, Bene, sozusagen die Frage von, wie kann man das dann messbar, sichtbar machen, wie kann das in die Reputation von Forschenden einfließen, soll das überhaupt in die Reputation von Forschenden einfließen, sind das vielleicht auch sozusagen kritische Aspekte, wenn man dann sagt, diejenigen, die medial besonders gut ankommen oder die sozusagen das besonders bedienen können, das interveniert dann mit der Frage von sozusagen der wissenschaftlichen Leistung. Aber ich glaube, da sozusagen ein gutes Maß zu finden, zu sagen, wie kann man das unterstützen und gleichzeitig auch, wie kann man das anerkennen, wie kann man das sichtbar machen, welche Rolle soll das spielen? Ich glaube, das ist genau eine Diskussion, die wir gerade führen und die wir auch führen müssen an der Stelle. Darf ich da vielleicht anknüpfen, wo siehst du denn da auch potenzielle Gefahren bei der
Evaluation bzw. der Identifikation von relevanten Wissenschaftskommunikationstätigkeiten? Ich glaube, das ist sozusagen so ein bisschen für mich manchmal fast die gleiche Diskussion bei der Frage, wie ja eigentlich auch sozusagen innerhalb der Wissenschaft Metriken funktionieren, dass es da, glaube ich, verschiedene Vorschläge gibt, wie man solche Dinge messbar, zählbar etc. machen kann. Und dagegen stehen dann für mich sozusagen eher diese Einzelfallbetrachtungen an der Stelle, wo man das irgendwie jedes Mal versucht, sehr deutlich zu machen. Und ich glaube, das ist sozusagen eine gleiche Diskussion der Vor- und Nachteile, wie die sie auch fast hat, wenn man über wissenschaftliche Metriken spricht, zu sagen, was können eigentlich auch Impact-Foren in der Wissenschaft an sich abbilden und was sind da Dinge, die da außen vor gelassen wird. Und ich glaube, das ist sozusagen auch eine Diskussion, der wir uns stellen, wenn wir die Frage nachgehen, welche Rolle Wissenschaftskommunikation eigentlich bei der Bewertung, bei der Reputation etc. von Forschenden, wenn es um Förderanträge geht, soll es da sozusagen ein hartes Kriterium sein oder eben nicht? Das sind, glaube ich, genau die Fragen. Ja, sehr spannend. Und natürlich auch die dysfunktionalen Aspekte, die durch solche Metriken auch teilweise auch verursacht werden, sind natürlich da auch wichtig. Ne? Wir haben noch eine Frage von Charlotte Oertel. Liegen die verzerrten Erwartungen in der Bevölkerung nicht auch daran, dass wir zu sehr scheinbar feste Ergebnisse statt Erkenntnisprozesse vermitteln? Birte, ich weiß, dass du dich auch sehr mit der Frage Qualität auseinandersetzt und glaube, das ist auch ein Thema, das sozusagen die Qualitätssicherung von Wissenschaftskommunikation berührt. Von daher würde ich die gerne dir geben. Na, die Frage hat ja eine Implikation, nämlich, dass es verzerrte Erwartungen in der Öffentlichkeit gibt. Und ich glaube, wir haben ganz oft bei diesen Sachen eine sehr, ich sage jetzt, also das soll jetzt nicht böse klingen, aber eine sehr naive Vorstellung davon, was die Wissenschaft und die Öffentlichkeit ist, weil die Öffentlichkeit gibt es nicht. Und das zeigen halt, also ich habe eingangs ja ganz kurz auf diese Segmentationsstudien verwiesen, es gibt halt tatsächlich doch durchaus, kann man also die Öffentlichkeit, also einerseits themenspezifisch, aber auch situativ, aber auch je nach jeweiliger Dringlichkeit, Krisenkonstellation oder was auch immer, Politisierung von bestimmten wissenschaftlichen Themen in ganz, ganz, ganz klitzekleine Öffentlichkeiten aufdröseln, die alle natürlich irgendwie eigene Diskurse zu bestimmten Themen haben. Also wenn ich Lieschen Müller bin und in einem 100.000-Einwohner-Örtchen wohne und als Erzieherin in irgendeinem Kindergarten arbeite, dann habe ich natürlich einen anderen Zugang zu Wissenschaft, als wenn ich promovierter Physiker bin und in der Großstadt lebe und da irgendwie meinem Job nachgehe. Und diese Dinge zu antizipieren und tatsächlich auch sich darüber mal Gedanken zu machen, das fällt uns meistens schwer. Also wir sagen, also und da fasse ich mich durchaus mit ein als Wissenschaftler, wenn ich das jetzt tatsächlich irgendwie, wenn ich mich auf Twitter engagiere oder da, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich kommuniziere mit der Öffentlichkeit, wer dann tatsächlich am anderen Ende sitzt und das tatsächlich wahrnimmt, ist dann aber eine ganz andere Frage. Und ich meine, das Wissenschaftsbarometer hat ja durchaus gezeigt, dass da durchaus die öffentliche Wahrnehmung durchaus differenzierter ist. Es gibt auch einen vergleichbaren Survey beispielsweise in der Schweiz, die dann noch viel differenzierter diese einzelnen Bevölkerungssegmente auseinandergedröselt haben und da ganz schön gezeigt haben, wie man Leute möglicherweise erreicht oder auch nicht. Also das vielleicht irgendwie nochmal so als wichtiger Punkt dazu, dass wir tatsächlich an der Stelle, glaube ich, irgendwie einfach realistischer damit sein können, wen wir über was eigentlich erreichen können. Was ganz viele Studien zeigen, ist, dass gerade so, Public Engagement Formate, die klassische Museen stattfinden, Diskussionsveranstaltungen und so weiter, dass das ganz oft von sogenannten Mini-Publics sozusagen rezipiert wird. Deshalb Alinas Appell, geht in die Schulen, geht tatsächlich an neue Orte, um eure Dinge loszuwerden, ist, glaube ich, ein ganz richtiger und wichtiger. Und was ich auch ganz interessant fand an bestimmten Studien war, dass tatsächlich da teilweise gezeigt wurde, dass Leute das dann ganz interessant fanden, was da passiert ist, aber dann tatsächlich auch, also da ging es um, das war eine Studie, wo es um den Roundtable zur Nanotechnologie ging, wo dann aber auch die Bürger, die da eingeladen wurden, dann tatsächlich die Frage gestellt haben, was sollen wir denn hier eigentlich? Ihr seid doch die Experten, was wollt ihr denn von uns? Und also ich finde, an der Stelle ist, glaube ich, ganz oft so eine Haltung auch innerhalb der Wissenschaft schon, die gar nicht so sehr mit dem, was quasi in der Öffentlichkeit oder in der Bevölkerung und in den verschiedenen Gruppierungen und Segmenten der Bevölkerung sich abspielt gegenüber Wissenschaft sozusagen, wo das gar nicht so ganz konkurrent ist. Das vielleicht eher so als großer Rahmen, der möglicherweise jetzt auf die ganz spezifische Frage nicht antwortet, aber das vielleicht noch ein bisschen mal anders einordnet. Ja, danke für die Einordnung. Wir
haben jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit. Deswegen, wer noch eine Frage stellen mag, so stelle sie bitte im Chat. Ich sehe, Jens schreibt und Charlotte schreibt. Mal schauen, was da zuerst kommt. Ich will noch einmal eine Frage von Mike aufwerfen, die ich, glaube ich, vorher nicht gefragt hatte. Nico hat es mir nochmal geschickt, und zwar, wie schafft man es, dass in den breiten öffentlichen Medien mehr Platz für wissenschaftliche Inhalte ist, statt Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport? Das ist eine interessante Frage. Vielleicht ist auch eine Fangfrage. Rebecca, sag du noch was dazu. Bitte. Ja, ich versuche das mal, aber mein Weg hat alle ganz anders. Das heißt, wenn ich gleich weg bin, bin ich einfach weg. Ich glaube, das ist natürlich eine schwierig zu beantwortende Frage, so ganz trivial. Ich glaube, dass man schon auch davon ausgehen muss, dass die meisten Medien in Deutschland interessensgeleitet sind. Also das, was sich verkauft, das, was sich klickt, das wird auch geschrieben. Das muss man einfach erstmal so festhalten. Wo es natürlich aber einen Ansatzpunkt gibt, und ich glaube, da könnte es auch noch ein bisschen mehr Bewegung geben, sehe ich im öffentlich-rechtlichen Bereich, weil der hat natürlich auch irgendwie da einen gewissen Auftrag. Und entsprechend, glaube ich, da sind die Bemühungen vielleicht noch nicht groß genug. Und da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass es auch darum dann noch gezielter geht. Während bei den, also ich kann nun mal einfach den Spiegel nicht zwingen, noch mehr Wissenschaft zu machen, weil das, solange das nicht alle lesen, muss er das auch nicht tun, weil das nicht das ist, wie er seine Heft verkauft. Also da muss man auch, glaube ich, so ein bisschen einen Realitätscheck mal haben. Und dann gibt es aber natürlich diese Variante mit den Öffentlich-Rechtlichen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir in Deutschland nicht so schlecht dastehen, was diese Berichterstattung angeht. Also alle überregionalen Zeitungen in Deutschland haben einen Wissenschaftsteil. Das ist in vielen anderen Ländern schon gar nicht mehr der Fall. Also wenn man nach Australien guckt, wo es eigentlich fast gar keinen existierenden Wissenschaftsjournalismus mehr gibt, zumindest in den übergeordneten Zeitungen und Fernsehsendungen, dann steht man da in Deutschland nicht so schlecht da. Aber Birte wollte auch noch was dazu sagen, glaube ich. Birte hat sich gemeldet. Ja, Birte, übernehme einfach. Darf ich mich da ganz kurz reindrängeln? Ich wollte einfach auch noch mal ganz kurz darauf verweisen, dass man Wissenschaftsjournalismus ja auch unterschiedlich definieren kann. Also was Rebecca jetzt gerade angesprochen hat, das stimmt. Also gerade Wissenschaftsredaktionen und Ressorts werden kleiner. Und das hat tatsächlich vor allem ökonomische Gründe. Aber was wir sehen, und das können wir auch empirisch gut zeigen, ist, dass tatsächlich über alle journalistischen Ressorts hinweg der Anteil an quasi Bezugnahmen auf wissenschaftliche Studien, Wissenschaftler als Experten, die quasi zu Wort kommen, O-Töne von Professor XYZ, dass das ganz drastisch zunimmt. Das heißt, wir haben ganz viel Wissenschaft im Journalismus und in den Massenmedien. Bloß das ist immer nicht als Wissenschaft verpackt. Ne? Also, und das sieht man jetzt in Corona besonders deutlich, weil da ist es einfach explodiert. Aber auch vorher war das schon so, dass dann tatsächlich in der Wissenschaft, in der Wirtschaftsberichterstattung, in der Politikberichterstattung und so weiter immer wieder wissenschaftliche Experten zu Wort gekommen sind. Das heißt, vielleicht ist das gar nicht so unser vordergründiges Problem, sondern dann eher das Problem, dass die Journalisten entsprechend geschult sind, damit die vernünftige Experten suchen und die tatsächlich sich nicht einfach machen und zum 5000. Mal Herrn Drosten nehmen, sondern vielleicht doch mal jemand anders. Bitte, es gab noch mal einmal ein kurzes Nachhaken von Charlotte. Magst du das noch mal kommentieren? Und zwar... Was hat sie denn gefragt? Ich habe ihre Frage nicht so richtig beantwortet, ne? Entschuldigung. Aber du hast auf jeden Fall relevante Sachen gesagt. Ich glaube, es ging um die Kommunikation beziehungsweise die Transparenz bei der Kommunikation von auch dem Prozess der Wissensgeneration. Genau, also sollten wir, also klar, grundsätzlich heißt es ja immer, und das hat Alina vorhin ja auch gesagt, dass es natürlich auch irgendwie mal Methoden vermittelt werden müssen, auch mal vermittelt werden muss, dass ganz viele Studien im Prinzip möglicherweise bestimmte Annahmen nicht bestätigen können, die dann aber nicht veröffentlicht werden und so weiter und so fort. Also klar ist das wichtig. Wir sehen aber, und das sehen wir beispielsweise im Journalismus ganz eindeutig, die wollen Ergebnisse, die wollen Fakten und die kriegen alles andere gar nicht so richtig unter. Also ein Wissenschaftsjournalist, der dann in seinem Wissenschaftsressort viel Platz hat und viel Möglichkeiten hat, das unterzubringen, der kann das vielleicht noch ein bisschen differenzierter machen. Und jetzt bei Corona sehen wir teilweise auch so ein bisschen mal Erklärungsmechanismen zu Wirkweisen von Impfungen und so weiter und so fort und warum es da Unterschiede gibt. Aber das ist jetzt anlassbezogen, hat das jetzt einen hohen Nachrichtenwert, weil es halt einfach eine hohe Relevanz hat, weil tatsächlich Leute stark betroffen sind. Ansonsten
heißt es immer, wir sollen das machen, und dann zeigt sich aber, dass das Interesse dafür tatsächlich dann doch eher geringer ist, also die Nachfrage da geringer ist. Insofern ist das so eine bisschen ambivalente Antwort, die ich da nur geben kann. Also, und kein wirklicher Rat. Ich persönlich finde es wichtig, und ich glaube, da stimmen mir auch alle zu, aber es ist tatsächlich immer die Frage, wie man das dann unterbringen kann. Okay, tausend Dank, ja, sehr kontextspezifisch natürlich zu beantworten. Ich glaube, das ist ganz gut umfasst. Jetzt haben wir fast das Ende dieser Diskussion erreicht, und ich würde die Gelegenheit jetzt zum Ende noch einmal nutzen und unsere drei Expertinnen nach einem Quick Win, so einem kleinen Ratschlag für unsere Fellows bitten, sofern ihr das parat habt. Das sind natürlich alles Kolleginnen und Kollegen, die in ihren Fachdisziplinen unterwegs sind und die hier im Fellowship natürlich auch Projekte haben, die sehr oft auch so einen Engagement-Charakter haben. Vielleicht habt ihr so ein paar Ideen, wie man, was ihr denen noch mitgeben wollt. Ja, Rebecca. Ideen mitgeben kann, ja. Ich mache mal den Anfang und dann gucken wir mal, ob die anderen die Frage in die gleiche Richtung interpretiert haben. Ich glaube, mein Ratschlag wäre immer, dass man von Kommunikation in verschiedensten Bereichen etwas für sich selber auch mitnehmen kann und deswegen Kommunikationsaktivitäten jeglicher Art sich schon auch so für einen selbst lohnen, das ist das eine. Und ich glaube, das ist so ein Appell vielleicht eher noch. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir uns gesamtgesellschaftlich Gedanken über Diskursräume der Zukunft machen. Und ich glaube, dabei darf die Meinung, Position, Haltung der Wissenschaft nicht fehlen. Und deswegen müsst ihr alle aus meiner Sicht ganz dringend aktiv werden. Genau. Ja, super. Dann gleich als nächstes Alina. Ja, also ich bin vielleicht so ganz provokativ, würde ich euch um die Ohren hauen. Seid ruhig egoistisch. Ihr seid alle irgendwie, ihr habt alle eure Karrieren im Blick. Und ich weiß, ihr habt alle wahrscheinlich auch sehr motiviert, was dazu beizutragen und was sozusagen zum Societal Impact und zur Verbesserung der Welt. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir da auch Lust zu haben. Aber seid ruhig egoistisch, weil der Kulturwandel in Deutschland ist noch nicht so weit, dass ihr dafür unter Umständen auch Anerkennung bekommt. Das heißt, nehmt den Schritt zurück, überlegt euch ganz genau, welche Formate euch Spaß machen, wo ihr was lernen wollt, wo ihr aber vor allem auch vielleicht für eure Karriere und für eure Wissenschaft an sich von profitieren könnt. Wollt ihr informieren? Wollt ihr vielleicht inspirieren? Wollt ihr zu Verhaltensänderungen beitragen? Welche sind eure Kanäle? Probiert Formate aus, die angeboten werden. Aber seid auch nicht scheu, institutionell hochschulpolitisch laut zu werden. Fragt nach Anerkennung und nach Unterstützung. Ganz kurzes Beispiel. Wir haben es in Chemisch tatsächlich letztes Jahr endlich geschafft, dass Leistungen im Public Engagement auch in die Beförderungskriterien aufgenommen werden. Solche Sachen müssen wir alle gemeinsam auf den Weg bringen. Das heißt, habt Spaß daran, aber sucht euch auch den Weg, der für euch im Moment noch maximal sozusagen Wind in die Segel bringt. Sehr schön. Ja, Birte, hast du vielleicht noch ein Statement? Ja, ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was Alina gerade gesagt hat. Ich würde einfach tatsächlich vorschlagen, kritischer zu sein. Also was gerade momentan erleben wir einen riesigen Hype, was Wissenschaftskommunikation angeht, da tatsächlich mal sich einen Schritt zurücklehnen, sich angucken, ja, also ist es tatsächlich das, was jetzt irgendwie das Gebot der Stunde ist? Muss ich mich davor den auch politischen Karren spannen lassen? Also hier gab es noch eine Frage zu Verschwörungsmythen und Skeptikern und so weiter. Ich meine, das ist momentan tobt da draußen schon auch einiges und es gibt ganz schön viel Gegenwehr. Also es gibt also bis hin zu tatsächlich ja auch Bedrohungen von Wissenschaftlern. Das haben wir jetzt nicht nur in Corona erlebt, sondern auch bei Gentechnologie und anderen Feldern, wo Wissenschaftler dann tatsächlich auch öffentlich angegangen wurden und so weiter. Also ich glaube, da sollte man sich auch nicht instrumentalisieren lassen, sondern tatsächlich mit Augenmaß schauen, was ist gut, was geht, wo kann ich mich engagieren und nicht und möglicherweise, wo setze ich vielleicht auch meine Karriere oder meine psychische Stabilität aufs Spiel. Also da tatsächlich auch wirklich mit Augenmaß und Vorsicht in den Ring zu steigen. So, aller guten Dinge sind vier. Ricarda, magst du noch was sagen?
Dankeschön. Ich glaube, es passt ganz gut zu dem, was alle drei vorher gesagt haben. Ich glaube, ich würde sozusagen den Rat mitgeben, sich, bevor man irgendwie entscheidet, in einem Bereich Wissenschaftskommunikation zu machen, sich genau zu überlegen, warum möchte ich eigentlich mit wem in den Austausch bringen, was bringt das denen und was bringt das mir? Also diese Frage von, es gibt coole Formate, auch im Bereich von Social Media etc., aber ich glaube, auch da jedes Mal sich den Schritt zu gehen, okay, ich habe irgendwie beschränkte Ressourcen, ich entscheide mich für diesen Kanal, dieses Format, aus dem Grund, da erreiche ich die Zielgruppe, die ist für mich relevant und die kann mir vielleicht auch noch was zurückgeben oder ich kann bei denen einen wertvollen Beitrag leisten. Ich glaube sozusagen, die Frage von Strategie, Zielen, Zielgruppen an den Anfang zu setzen und vielleicht nicht die Begeisterung für ein Social Media, das überrennen zu lassen, sondern zu gucken, ich mache ein ganz spezifisches Ding, das kann ja auch irgendwie, wird halt als Mini-Publics genannt, dass man sagt, irgendwie ich identifiziere meine relevante Zielgruppe, bei denen ich einen Beitrag leisten kann, die für mich einen Beitrag leisten können und konzentriere mich dann darauf vielleicht. Okay, tausend Dank. Ja, wir sind jetzt am Ende dieser Panel-Diskussion und ich hoffe, ihr habt so wie ich auch was gelernt. Ich glaube, wir haben ein paar ganz interessante Themen touchiert. Wir haben über Kapazitätsaufbau gesprochen, wir haben über Strukturen, Unterstützungsstrukturen gesprochen, über Werte, über Strategien, auch dieses naive Öffentlichkeitsbild, das wir natürlich sehr häufig vorfinden und meinetwegen auch selbst haben. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, wir haben auch häufig ein relativ naives Wissenschaftsbild. Es gibt natürlich nicht auch nur die Wissenschaft, sondern sehr viele Wissenschaften. Und das ist vielleicht auch etwas, was für euch und eure Projekte interessant sein mag oder relevant sein mag, dass man natürlich seinen eigenen Weg auch finden muss, adäquat zu kommunizieren mit den Öffentlichkeiten, die man anvisiert.